Ein Staatsbankrott in Europa gilt immer noch als ein Tabu. Dabei sind Staatsbankrotte in der Geschichte der Nationen keine Seltenheit. Ja, die Schweiz ist von Staaten umgeben, die schon mehrfach bankrott gegangen sind. In der Neuzeit traf es vor allem Länder aus Lateinamerika. Reto Gerber und Andreas Kohli. Das ist ein Teil der Arbeit, die mir der Staatsbankrott der Republik Argentinien eingebracht hat. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt der Verfahren, die ich betreue. Aber auch das sind mittlerweile 120 Verfahren. Vor 10 Jahren ging Argentinien bankrott. Rechtsanwalt Jakob Heichele kämpft seither um das Geld, das er und seine Mandanten aus ganz Europa dem argentinischen Staat geliehen haben. Mehr als 100 Klagen hat er in Deutschland eingereicht und alle gewonnen. Doch Argentinien setzt sich darüber hinweg. Vernünftige Vergleichsgespräche haben nie stattgefunden. Argentinien behandelt die Anleger von oben herab so, als ob Argentinien der Gläubiger wäre und die Kleinanleger die Schuldner. Argentinien ist kein Einzelfall. Ein unsicherer Schuldner war beispielsweise Frankreich. Unter den Bourbonenkönigen, allen voran Louis XIV, ging Frankreich 7-mal pleite. Die Könige lösten ihre Probleme häufig, indem sie gewichtige Geldgeber des Wuchers bezichtigten und umbringen ließen. Auch das alte England hatte Mühe mit den Schulden. Und auch hier war man nicht zimperlich. Henry VIII. Löste sein Schuldenproblem, indem er kurzerhand die katholische Kirche enteignete. Harold James ist einer der renommiertesten Wirtschaftshistoriker der Welt. Er sagt, früher wussten Kaufleute, wie riskant es ist, Staaten Geld zu leihen. Darum verlangten sie Zinsen bis zu 50%. Das war wirklich eine Art Wette. Also wie lange werden die Zinsen bezahlt? Also wenn sie einige Jahre bezahlt werden, dann ist die Wette schon für den Kaufmann gelungen. Wenn die Zahlungen sofort eingestellt werden, dann hat der Kaufmann verloren. Investoren mussten auch nach dem Mittelalter mit Verlusten rechnen. Die Kurve zeigt, wie viel Prozent aller Länder weltweit gerade bankrott waren. Teilweise fast 50% aller Staaten. Schuld waren meist Kriege. Viele Ausfälle gab es während der Napoleonischen Kriege, während Kolonialkriegen um 1835 und um 1885 sowie während des Zweiten Weltkrieges. In den 1980er Jahren sorgten nicht mehr Kriege für Schulden, sondern unrealistische Wachstumspläne vieler Schwellenländer. Zu viele Investoren glaubten, laut Harold James, an das Märchen vom Wachstum. Die modernen Staatsbankrotte gehen oft darauf zurück, dass man einen Fortschritt und eine Innovation macht, die so aussieht, als ob etwas ganz Neues geschaffen wird. Und die Gläubiger, auch die Schuldner, erzählen sich dann ein Märchen von einer neuen Welt. Die Zahl der Märchen, die Harold James studiert hat, ist groß. Und so schön der Traum von sicheren Staatsanleihen ist, er verflüchtigt sich in der Regel schnell. Seit dem Jahr 1800 gingen Dutzende Länder pleite, die meisten davon mehrfach. Spitzenreiter ist Spanien, das 13-mal zahlungsunfähig wurde. Frankreich und Deutschland kollabierten 8-mal. Seit seiner Unabhängigkeit 1816 ging Argentinien 7-mal Konkurs. Griechenland 5-mal. Ein Staatsbankrott führt häufig zu chaotischen Zuständen. Beispiel Argentinien Ende 2001. Das Land hatte sich mit Geld ausländischer Investoren übermäßig verschuldet und die eigene Währung an den Dollar gekoppelt. Als die Blase platzte, stürzte der Peso ab. Viele Argentinier verloren ihre Ersparnisse. Es kam zu Plünderungen. Die Wut der Argentinier traf auch die Banken. Denn diese schützten sich selbst vor Konkursen, indem sie den Kunden ihre Ersparnisse nicht mehr auszahlten.
Ausländische Privatanleger, die dem Staat Geld geliehen hatten, warten bis heute auf die Rückzahlung. Das Märchen wurde zum Albtraum. Es wird hier rigoros abgelehnt, überhaupt in Verhandlungen einzutreten. Und das ist für uns ein Zeichen, dass hier nur die ganz harte Linie zum Erfolg führen wird. Die harte Linie bedeutet, Vermögenswerte des argentinischen Staates sicherstellen. So wollte Heichele 2009 bei einer Ausstellung in Deutschland millionenteure Dinosaurier-Skelette pfänden, die Argentinien zur Verfügung gestellt hatte. Die deutschen Behörden verhinderten dies mit dem Verweis auf den Kulturgüterschutz. Ein anderer Fall. Während der WM 2006 meldete Argentiniens Präsident Néstor Kirchner einen Besuch in Deutschland an. Heichele wollte Kirchners Flugzeug pfänden, die Tango 01, sah aber in letzter Sekunde davon ab, weil er die Standkosten selbst hätte zahlen müssen. Es war uns von Anfang an klar, dass es ein langer Weg werden würde, bis wir unser Geld wieder nachhaltig machen können. Allerdings sehen wir gerade aufgrund der Entwicklungen in der jüngsten Vergangenheit gute Chancen. Denn Argentinien braucht bald wieder Geld von ausländischen Investoren. Dieses wird es nur dann erhalten, wenn die Altlasten bewältigt sind. Argentinien lebt über seine Verhältnisse. Einmal mehr. Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner hat tausende neuer Staatsstellen geschaffen und sich so das Wohlwollen vieler Wähler gekauft. Die Staatsquote hat sich beinahe verdoppelt. Die Inflation ist auf über 20% geklettert. Gut für die Regierung, schlecht fürs Volk. Inflation bedeutet, Geld verliert an Wert. Schon im Mittelalter und in der frühen Neuzeit war die Geldentwertung ein Mittel, das Staaten gerne einsetzten. In Europa nahm der Silbergehalt der Münzen zwischen 1400 und 1850 deutlich ab, von gut 8 Gramm auf 1 Gramm pro Münze. Die Münzen verloren real an Wert. Mit gleich viel Silber ließen sich mehr Münzen herstellen. Das ist Geldentwertung, Inflation. Es ist nicht eine elegante Weise, aber es ist eine Methode, um Schulden nicht zu bezahlen. Es ist vielleicht eleganter, als einfach die Gläubige mit der Todesstrafe zu drohen. In Griechenland droht Gläubigern heute weder Tod noch Inflation, aber ein Schuldenschnitt. Sie müssten auf einen großen Teil ihres Geldes verzichten. Wie immer träfe ein Staatsbankrott auch das normale Volk. Noch heftigere Unruhen wären die Folge. Das würde nicht nur Griechenland treffen, sondern die ganze Europäische Union schwächen. So die Befürchtung. Wenn man das macht, hat man wirklich die Frage, nicht nur, ob die Europäische Union weitergehen kann, aber auch, ob Parlament, Demokratie noch funktionieren können. Also ich würde sehr große Angst vor einem Staatsbankrott, einer Zahlungseinstellung haben. Es ist diese Angst vor einem Werteverlust, die Angst vor einem Zerfall der Demokratie, die einen Bankrott von Griechenland derzeit noch verhindert. Aber es gibt Zeiten, da fehlt, trotz allem Willen und aller Angst, schlicht das Geld.